Welcome back to Chaos Zone TV from Halle. The next talk will be a treat by Nuxnik. Welcome. Willkommen zurück bei dem Talk. Willkommen zu FPV. Schon mal als Vorabinfo, es wird einen Demo-Flug geben. Und das wird spannend, kann ich euch jetzt schon verraten. Manchmal sieht man auf Social-Media-Kanälen bestimmte Aufnahmen von Drohnen, Panoramaaufnahmen, die, wenn es dabei um in recht enge Areale geht, dann ist das meistens FPV-Fliegen. Und dafür braucht man spezielle Software, die uns Nuxnik jetzt erklären wird. Das ist die Übersetzung von Kaste und Franz T. Bitte bei Hash die Freelingo. Und das ist willkommen zur FPV. Ich freue mich sehr, dass ich hier bin. Ich möchte zu euch ein Thema näher bringen, was mich sehr interessiert, wo ich sehr leidenschaftlich dafür bin. Und das wird einen Riesenhaufen an Informationen haben. Deswegen lasst uns gleich anfangen. Aber gleich vorab hier unser Sponsor. Mein Name ist Seth Fleming, oder wie ich auch heiße, Nuxnik. Also ihr habt hier die IPA-Transkription auf der rechten Seite. Ich bin Freelancer im Software-Engineering-Bereich. Das sind ein paar Dinge, die ich gerne mache. Ich reverse-engineere gerne Hardware, ich repariere Elektronik, ich mache auch gerne Arbeit mit Holz, zum Beispiel Möbel. Ich spiele gerne Musik von Country bis Death Metal und ich bin auch ein Amateur-Funker. Ich habe auch mein eigenes kleines Eck im Internet bei Nuxnik.com, wo ich über meine Projekte schreibe. Ansonsten, wenn ihr Kontakt mit mir aufnehmen wollt, die beste Möglichkeit ist immer noch E-Mail nuxnik@nuxnik.com. Ich habe aber auch noch andere Kanäle. Jetzt eine Warnung vorab. Ich meine, dass ich viel Ahnung habe über FPV, also FPV, aber ich bin natürlich nicht der Experte und manche der Dinge, die ich hier präsentieren werde, sind nur meine Meinung und meine eigene Erfahrung. Deswegen nagelt mich da nicht so sehr drauf fest. Der Sinn dieses Vortrags ist es, euch da ein bisschen einzuführen in die Welt der FPV-Multicopter, sowohl die Hardware, die Software, die Konfiguration, Zubehör und natürlich Fliegen. Also, lasst uns anfangen. Also, was ist FPV? Es steht für First Person View oder First-Person-Ansicht, also wenn man aus seiner eigenen Perspektive raus sieht, wie im Computerspiel. Das ist, man hat kurz, also ein FPV-kontrolliertes Gefährt überträgt drahtlos Signale an dein Anzeigegerät und damit kannst du dann das betrachten und du kannst gleichzeitig das Gerät steuern über einen Controller. Nicht, du musst es dabei nicht sehen können. Also direkt. Das kann jetzt benutzt werden, um eine große Zahl an verschiedenen Fahrzeugen zu steuern. Alles, was man sich vorstellen kann im Prinzip. Aber eins der häufigsten Anwendungen dafür ist zusammen mit Drohnen. Also in letzter Zeit wird der Begriff FPV immer mehr für Quad verwenden. Aber eigentlich ist es deutlich allgemeiner genannt. Wenn ich das jetzt benutze, meine ich damit Drohnen im Speziellen. Und insbesondere, dass man das steuert, aber man kann damit auch andere Dinge wie Flugzeuge oder Autos steuern. Und die FPV ist einfach ein ganzes Bündel an Fertigkeiten nötig und unterschiedliche Fächer, die man dafür anwenden muss. Und ich bin sicher, das Publikum hier hat ein, zwei Dinge, wo sie definitiv schon Erfahrung mit haben.
Eine Sache ist einfach allgemeine Elektronik, die man dafür braucht. Also in dem Kontext FPV muss man relativ viel löten. Man muss verschiedene Module zusammenlöten als Warnung. Du musst jetzt kein Elektroingenieur sein, um das zu machen. Es reicht relativ simples Verständnis von Elektronik und von Löten. Du kannst mehr machen, wenn du mehr willst. Ansonsten ist es auch möglich, einfach in deiner Komfortzone zu bleiben. Ein weiterer Aspekt, in den man eintauchen kann, ist halt Funk und Wireless-Technologien. FPV-Drohnen sind drahtlos steuerbar, das heißt, man kann sich viel über Radiosignalverbreitung beschäftigen. Man kann selber Antennen bauen, man kann Empfänger bauen, Übertragungsgeräte. Da sind ein Haufen Leute in der Community, die selber Antennen bauen. Was man hier in dem Video sieht, ist Joshua Wabe, glaube ich. Der baut eine 5,8 Megahertz Signal, was er hier anzeigt, auf seiner Antenne. Und du kannst natürlich auch auf der Software-Seite aktiv werden. Also die Drohnen werden natürlich von Software gesteuert und das nutzt einen Haufen davon und vieles davon ist Open Source. Und das kann man natürlich auch teilen und dann ändern und selber compilen und auf dein Gerät drauf flashen. Und hier haben wir, das ist ein Videoclip, wo ich selber mit der Software Betaflight rumspiele. Ich ändere ein paar Strings, dass sie witzige Sachen sagen, wie zum Beispiel Ninja Flip und sowas. So, noch eine andere Disziplin ist dieses 3D-Drucken. Ein 3D-Drucker zu haben, ist ein wertvoller Bestandteil als FPVer. Es gibt unterschiedliche Skids und Kamerahalter, Antennenhalter, Schilder und so weiter und so weiter. Und das Internet beinhaltet viele Objekte, die frei verfügbar sind, die man sofort drucken kann. So. Was müssen wir haben, um FPV zu haben? Man braucht keinen Abschluss zum Fliegen. Man muss nur lernen wollen. Das Einzige, was wir haben müssen, ist, dass wir löten können. Insbesondere, wenn man seinen eigenen Quadrocopter bauen möchte. Und das ist eine Fähigkeit, die kann man relativ einfach lernen können. Insgesamt ein grundlegendes Verständnis von 3D-Drucken und Elektronik und so weiter ist nicht notwendig, aber hilfreich. Also, ich habe an meiner eigenen Komponenten Ideen, was ich daraus bekomme. Ich mag es, weil ich elektronische Komponenten bauen kann, die mit kabellosen Technologien arbeiten und ich kann losgehen, ich kann damit fliegen. Das ist relativ praktisch. Ich habe keine Angst, dass wenn ich was kaputt mache, weil ich mich darauf freue, die kaputten Sachen zu reparieren zu können und die Sachen endlich zu verbessern, die kaputt gegangen sind. Und im Endeffekt sind 50% dessen, was ich daraus bekomme, ist das Basteln. Basteln ist einfach dieses, was Neues mit deinen Händen bauen, was dann rumspielen ist. Und das 50% des Spaßes, den ich dabei habe. Und die anderen 50% ist das Fliegen. Das Fliegen macht viel Spaß. Und ihr könnt eure eigenen. Es gibt Leute, die kümmern sich mehr darum, das Fliegen. Es gibt Leute, die schauen sich mehr das Technische an. Und ja, der Himmel ist das Limit dabei. Also, was ist eine FPV-Drohne? Was ist FPV? Was ist denn, da haben wir schon drüber geredet, aber was ist eine FPV-Drohne? Wenn man jetzt die Inhalte besser verstehen, das ist ähnlich wie die Hardware eines Computers. Das ist ziemlich parallel. Die Standardkomponenten eines Computers ist ein Motherboard, die Festplatte, Arbeitsspeicher, GPU, Stromversorgung. Und diese Komponenten zusammen erstellen den Software als eigene Einheit. Die Software reden mit, die Geräte reden über standardisierten Protokollen und dasselbe haben wir bei Drohnenhardware. Obwohl die Komponenten einer Drohne nicht dieselben sind wie die eines Computers. Und das sich weiter anzuschauen, wenn man weiß, wie die einzelnen Computerkomponenten funktionieren, dann weiß man, wie man den perfekten Computer baut, der die eigenen Anforderungen am besten erfüllt.
dasselbe Konzept ist dabei funktioniert, wenn man die Hardware-Komponenten in der Drohne auswählt. Wenn man seine eigene perfekte Drohne haben will, muss man die Komponenten verstehen. Das heißt, um die Komponenten zu verstehen, müssen wir über Flugcontroller reden, über Motoren, ESCs, Empfänger, Kameras, Videotransmitter, Antennen, Geräte, also die und noch ein paar andere Sachen reden. Zuallererst, was ist der Flugcontroller? Oder kurzerhand der FC. Ich weiß nicht, ob es eine deutsche Abkürzung gibt. Es ist der Kopf von dem Ganzen. Es gibt Sensoren und Gyroskope und so weiter. Die Sensoren helfen dabei, dass die Drohne weiß, wo sie ist und wie sie fliegt. Wie ich schon gesagt habe, es gibt Kommunikationsprotokolle, die mit externen Geräten und Sensoren verbunden werden können. Die Details sind ein bisschen außerhalb von diesem Vortrag, aber denkt einfach dran, der Flugcontroller ist, wo alles passiert. Wenn irgendwas schief läuft, wenn irgendwas hier schief läuft, dann wird das System abstürzen. Und eure Drohne wird Sicherheit abstürzen. Okay, let's talk about electronic. Jetzt reden wir über elektronische Geschwindigkeitskontrolle oder ESC. Ich werde jetzt meine technische Ansicht geben, dann werde ich es grundlegend erklären. Sie nehmen ein PWM-Signal und vom Flugcontroller in ein Dreiphasen Wechselspannungssignal, die wir benutzen, um die Motoren zu kontrollieren. Die Menge des Strommenge hängt davon, führt dazu, dass es schwer geht. Also wenn wir eine schnellere Amplitude haben oder ein kleineres Signal, dann die drei Motoren anzutreiben und diese werden vom ESC in drei unterschiedliche Phasen, dreiphasige Motorenströme umgewandelt. Es gibt ein paar Flugcontroller, die All-in-One-Boards sind, die haben die schon integriert. Hier ist ein eigener ESC. Es gibt einige Komponenten, die könnten auf einen Flight Flugcontroller Board zusammengebaut werden können. Als nächstes, Motoren. Wir brauchen natürlich Motoren oder das Ding wird nicht fliegen. Motoren sind die Motoren, die das Gerät am Fliegen halten. Und in der Regel haben wir bürstenlose dreiphasige Wechselstrommotoren. Wir haben dreiphasen Wechselstrom und der kommt aus dem Geschwindigkeitscontroller oder ESC. Und ich werde hier hauptsächlich über Quadrocopter reden oder nur über Quadrocopter reden. Und die haben alle vier Motoren, aber FPV-Drohnen müssen nicht vier Motoren haben. Es gibt auch welche, die können mit drei, sechs oder acht oder noch mehr Motoren fliegen. Je mehr Motor man hat, desto mehr Gewicht kann man fliegen. Es gibt unterschiedliche Charakteristika. Um das Signal des Piloten zu empfangen, da muss die Drohne wissen, was sie machen soll. Und um die Sachen Signale zu empfangen, braucht man einen Empfänger. Und das, was ein Empfänger macht, empfängt Signale und redet die Flugrichtung mit, kommuniziert die Flugrichtung mit dem Flugcontroller. Und der benutzt nimmt diese Signale, berechnet Sachen und sendet ein zweiten moduliertes Signal zu dem Geschwindigkeitscontroller. Das kann ein eigenes Modul sein. In diesem Fall von Team Black Sheep, das Nano, der Nano-Empfänger, ist 1,8 mm. Er ist klein, ungefähr ne, so groß. Er kann aber auch im Flugcontroller selber eingebaut sein. Und was ist mit der Kamera? Das ist die Definition von FPV. Diese Kamera sendet ein Signal zum Flugcontroller und der Flugcontroller modifiziert das und macht ein On-Screen-Signal drauf, also er macht auch zusätzliche Daten, die darauf aufgelegt werden. Es gibt dieses On-Screen-Display, das werden wir später in der Demo sehen, wenn wir hier durchs Studium fliegen und dieses Signal wird zusätzliche Informationen, zeigt den Akkustand, die Höhe, wenn man das GPS-Signal hat, die GPS-Koordinate, die Flugzeit und so weiter. Und dann wird das Signal weiter zum WTX weitergeleitet. Und was ist das? Der WTX empfängt das Videosignal vom Flugcontroller. Es moduliert und verstärkt das Videosignal, damit der Pilot es in seinem
seinem eigenen VP Brille sich zeigen lassen kann. Der kann auch auf dem All-in-One Flight Controller inkludiert sein. Und dann die Antennen. Ein moderner Quadrocopter wird zwei Antennen haben. Eine, um die Kontrollsignale zu empfangen. Auf der linken Seite hier so ein Modul T Antenne von Team Black Sheep und eine zweite Antenne für um das Gerät zu steuern zu können und ein zweites, um das Videosignal zu senden. Ich glaube irgendwie TBS Triumph hier. Ich habe hier auch eine auf dem Tisch irgendwo rumliegen. Zum Beispiel das Signal vom Piloten können auf 2,4 GHz oder 874 MHz gesendet werden und die Antenne links empfängt die Signale und das Band für das Videosignal ist in der Regel 2,58 GHz. Das heißt, es ist einiges höher. So, jetzt das Frame, das Gehäuse. One component that binds all these components into one unit. Was dem Ganzen die Form gibt, ist das Gehäuse. Es ist in der Regel Kohlenfaser oder Plastik. Es gibt viele unterschiedliche Formen und Größen. Die hängen davon ab, was der Pilot haben möchte. Das Gehäuse, was wir hier sehen, Gestänge, ist das, was ich hier mag. Ich habe hier auch eins rumliegen, aber ich werde es euch später zeigen. Und dann haben wir die Propeller. Es gibt viele unterschiedliche Größen und Formen und Farben. Und wie alle anderen Komponenten, den richtigen auswählen, hängt davon ab, was von der Temperatur, von den Motoren, die man hat und die Kriterien, die man selber hat. Und es können sehr komplexe Fragen sein. Das ist viel mehr, als wir hier besprechen können. Es gibt Propeller und die sind wichtige Komponenten. Das ist das Einzige, was wir jetzt hier brauchen müssen. Wir packen das alles hier zusammen mit einer Übersicht. Wir haben die Komponenten. Welche wir haben, hängt davon ab, welche Anforderungen wir an den Flug haben oder die Präferenzen des Bauers. Jetzt haben wir ein grundlegendes Verständnis von den Standardkomponenten, die einen modernen Quadrocopter ausmachen. Können wir uns die Software anschauen. Wir haben die Hardware und jetzt die Software. Software. Der Flugcontroller ist der Kopf der Drohne, aber das ist nur die halbe Wahrheit. Die echte ist in der Software. Weil wir nur limitierte Zeit haben, rede ich jetzt nur über ein Softwareprojekt davon, und zwar das Betaflug-Projekt. Ich mag Betaflight. Ich habe sogar meinen Hoodie angezogen. Betaflight ist eine Open-Source-Software. Mit der man Flugcontroller konfigurieren und flashen kann. Es hat zwei Hauptkomponenten. Es gibt noch ein paar mehr Komponenten, aber die wichtigsten zwei sind die Flight Controller Software und den Konfigurator. Also, jetzt erst die Software. For the Flight Controller. Die Flugcontroller Software macht genau das, was man sich vorstellt. Vorher habe ich euch die Software gezeigt, das ist die Betaflight Software. Es ist eine Software, die Drohne einfach in der Luft hält. Es redet mit den externen Modulen, es liest aus die Sensoren aus, es versucht die Pilotendaten auszulesen, also die Flugdaten. Und es muss die Motoren steuern und auch das Display ansteuern, damit du als Pilot siehst, was passiert. Das ist natürlich das Herzstück des ganzen Dings. Ihr könnt hier die GitHub-Seite anschauen, könnt euch die Software genau angucken, schaut euch um, habt Spaß. Okay. Und jetzt gibt es noch einen Konfigurator für Betaflight. Das gibt eine relativ intuitive UI, mit der ihr das ein paar Sachen einstellen könnt. Das wollen wir uns jetzt mal live angucken. Ich finde das Beste, wie man sehen kann, wie es funktioniert, ist es einmal live zu sehen. Ich habe hier meinen Freestyle Quad hier. Das wollen wir jetzt einmal verbinden und uns das mal genau anschauen. Es hat hier einen kleinen USB-Port auf der Seite. Jetzt schalte ich hier rüber zur Steuersoftware. Ich hoffe, ihr könnt es jetzt sehen. Kann man das ein bisschen größer machen auf dem Monitor? Ja, perfekt. So.
Ich habe es jetzt eingesteckt, also zumindest sobald ich gefunden habe, wo es ist. So, jetzt hat. Okay, there we are. Hier. Okay, and here. Jetzt gibt es ein bisschen Delay leider. Ich verbinde jetzt mal. I would hit connect. Live demo is always a lot of fun. Bei Demo, es geht immer alles schief. Ich kann jetzt leider nicht sehen im Monitor. Sagt es da irgendwie ACM bei dem Block-Device hinten? /ACM0. Okay, interessant. Interesting. Nicht. Funktioniert nicht. Damit. Okay, vielleicht muss ich das. Muss ich euch das trocken erzählen, ohne es euch zu zeigen? Schade. Mit dem Konfigurator hier könnt ihr. Ich drehe das mal, damit ihr es besser seht. So, das ist der USB-Port auf der Seite. Die spezifischen Komponenten, die ihr konfigurieren wollt. Also ich kann zum Beispiel meinen Transmitter, also mein Übertragungsgerät konfigurieren. Ich kann jeden einzelnen Knopf davon irgendwie was belegen, damit es was tut. Zum Beispiel Turtle Mode, also Schildkrötenmodus, oder dass es sich einfach umdreht. Alles Dinge, die ich in der Software konfigurieren kann. Ich kann das Videosignal einstellen. Ich kann die UART Pads da drauf einstellen, dass es verschiedene Dinge tut. Also zum Beispiel, wenn ich ein GPS-Modul einbauen würde, dann könnte ich das auslesen. Und ich kann natürlich auch das OSD, also das Display auf meinem Controller einstellen. Das würde ich wirklich gerne zeigen, schade. In the OSD on-screen display, we'll see some things. Kann ich mir dann anzeigen lassen, wie lang der Flug war, andere Daten, solche Sachen. Das ist im Prinzip das, was der Betaflight-Konfigurator macht. So, jetzt waren wir noch ein Stück weiter. Ein Ding, was ihr nie machen wollt, ist, also mit vollen Batterien sowas innen drin anstecken, weil das ist eine fliegende Kettensäge, macht das niemals. Macht das niemals mit der Batterie drin, das ist keine gute Idee. So, jetzt reden wir nochmal über Open Source Software. Da wollte ich mal über OpenTX reden. Das ist ein hardwareabhängiger Open Source Firmware, die mit dem Transmitter zusammenhängt. Das ist dieses Gerät hier. Und es gibt mir die Möglichkeit, verschiedene Profile abzulegen. Das sind externe Module hier am Rückenseite, die kann man ausbauen und erweitern. Das ist ein cooles Gerät. Da gehen wir auch noch ein bisschen mehr ins Detail später. Sorry. Eine Sache, die ihr mitnehmen könnt, ist, dass die, das heißt MRTX, die Software, die ihr bedient, glaube ich. Der Link ist irgendwo da unten. Okay, jetzt gehen wir wieder zurück zu dem Vortrag. Okay, hier sind wir. So, we have seen there are many other choices. Wir haben jetzt viele Konfigurationsmöglichkeiten für die Hardware, auf der wir laufen, und ich habe das bisher nur auf der Oberfläche angekratzt. Es gibt noch reichlich weitere Open Source Projekte, besonders im Flugbereich, und ruhig an, sind immer relativ leicht. Alright. Ich muss jetzt, glaube ich, was anders machen, ja. Ah ja. Jetzt funktioniert's. Cool. Okay. Let's move to the next one. Okay, we just talked about that, yes. So do your due diligence, look up. Schaut euch an, was diese verschiedenen Open Source Projekte machen, und das müsst ihr euch selber drum kümmern. Ich hoffe, ich habe euren Interesse dran geweckt für APV. Und jetzt ist die Frage, was sollen wir kaufen? Und gutes Equipment ist natürlich teuer. Ich würde euch raten, dass ihr das nicht macht.
bis ihr wisst, dass es das Richtige für euch ist, weil ihr könnt einen Haufen Geld da versenken. Ich habe aber trotzdem euch mal eine kleine Anleitung bereitgestellt, damit ihr sehen könnt, was für die verschiedenen Stadien, in denen ihr euch finden könntet, ein sinnvoller Kauf ist. Das heißt, ihr sollt das Minimum an Equipment kaufen, um damit das zu machen, was ihr eigentlich tun wollt. Ihr müsst nicht tief eintauchen, direkt nur um dann festzustellen, dass das alles Käse ist und dann steht es nur im Schrank. Und noch eine Warnung, das ist natürlich alles meine eigene Meinung. Ich empfehle euch nur Dinge, die ich gut finde, aber es gibt einen Haufen Leute, die sehr starke Meinungen haben, was gut ist und was nicht. Und wir haben alle unsere eigenen Geschmäcker, die sind natürlich verschieden. Und deswegen kauft nicht einfach blind, was ich euch sage. Leider gibt es jetzt auch nicht das Universalding, was ich jedem empfehlen kann, aber... Okay. So, du hast jetzt hier einen Einkaufswagen, den ich für euch bereitgestellt habe. Jetzt habt ihr dem Vortrag zugehört und ihr findet es interessant und sagt jetzt selber, okay, das ist was ich jetzt auch machen will, ich will es mal ausprobieren. Und in der ersten Phase, das ist der billigste Schritt. Du willst jetzt erstmal einfach ausprobieren und hast relativ minimales Investment an Zeit und Geld, was du da reinsteckst, und dann gibt es eigentlich nur zwei Dinge, die du brauchst. Das ist ein FPV-Simulator und ein Übertragungsgerät, also so ein Transmitter. Und um ehrlich zu sein, das ist der einzige Simulator, den ich benutzt habe, das Velocidrone. Ich benutze das auf meinem Laptop. Das ist was ich euch zeigen wollte im Embedded Flug. Es ist relativ kompliziert, werdet ihr aber noch oft hören. Hebt euch das mal für später aus. Es läuft auf Linux, Mac und Windows und im Moment kostet es 17 Pfund, das sind ungefähr 20 Euro. So, jetzt gehen wir noch zum Transmitter. Es gibt noch mehr Simulatoren, wenn euch die mehr zusagen, schaut einfach mal nach. Aber weil ich nicht zu viele Empfehlungen machen will, schaue ich euch mal die Übertragungsgeräte, die ich habe, um euch eine Idee zu geben, was es gibt. Und die alle lassen, all denen kann man Open Source Software fahren, vorrangig OpenTX. Das ist der, den ich euch schon gezeigt habe. Das ist der erste, der heißt FreeSky QX7. Das ist das, was ich täglich benutze. Viele Leute sagen, was Transmitter angeht, also Übertragungsgeräte, ist das eigentlich relativ veraltet. Es kann erweitert werden mit externen Modulen und es hat FreeSky-Protokolle, die eingebaut sind. Ich mag das, wenn ich einen Quad fliege, der mindestens ungefähr 6-7 cm lange Propeller hat. Das liegt daran, dass die Auflösung von dem Joystick-Knopf relativ groß sind und ich da gute Genauigkeit erzielen kann. Es gibt bessere, modernere Optionen, die schauen wir uns später noch an. Das nächste ist ein ziemlich gutes Einsteigergerät. Controller or Transmitter. Das ist der Jumper T-Lite. Das ist ein sehr billiger Übertransmitter, der auch OpenTX läuft. Den kann man auch mit externen Modulen ausbauen. Und er kommt schon mit Multiprotokoll-Funktionalität. Du kannst diesen einzelnen Controller für die meisten der BNF, also Bind and Fly Quads, benutzen, und zum Zeitpunkt der Präsentation kostet er jetzt auch ungefähr 90 Euro. Es ist relativ klein, passt in die Hand, alles super. Und das letzte, was ich euch zeigen will, ist der Beta FPV Light Radio, ungefähr 60 Euro. Das ist nicht das Dreier, das ist das Version 2, das wollt ihr nicht kaufen, sondern das Dreier. Der Dreier ist ein ziemlich vernünftiger Transmitter für die Kosten und es hat auch Multiprotokoll-Funktionalität und Wiedererweiterbarkeit. Ziemlich vernünftig, kann man sich anschauen. Aber er hat keine externen Module, die man benutzen kann.
So, jetzt sind wir noch nicht am Ende. Jetzt sind wir in der nächsten Phase, zwei. Da haben wir jetzt ein bisschen geübt. Wir haben unseren Quad in der Luft gehalten und jetzt haben wir zwei neue Sachen, die wir ausprobieren wollen. Ihr werdet feststellen, dass das Fliegen gar nicht so einfach ist und dass sie oft crashen wird. So, und jetzt wollen wir das Ganze um zwei Dinge erweitern. Meine Erfahrung ist, es wäre gut, mit einem zweiten Quad anzufangen. Das Beispiel wäre jetzt hier der Mini-Whoop oder Tiny-Whoop. Und ihr werdet oft crashen und crashen gehört einfach dazu. Und deswegen ist es so wichtig, dass man in einem Simulator anfängt, weil es euch einen Haufen Geld spart. Das heißt, für Sicherheit und aus Sicherheitsgründen und aus Geldgründen wäre es vielleicht sinnvoll, mit dem Tiny Whoop anfangen. Dann könnt ihr niemandes Gesicht dabei ruinieren, wenn ihr da reincrasht. Wenn ihr jetzt dieses Riesending anguckt, damit könnt ihr jemanden das Gesicht abscheren. Tiny Whoops sind viel kleiner und die werden üblicherweise sogar im Haus benutzt. Und der hat Propellerschutz, damit man da nicht so reinlangen kann und sich nicht wehtun kann. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man da irgendwie Haare reinkriegt und es dann irgendwie zieht oder ausreißt. Wie ich schon gesagt habe, das ist nur meine ganz persönliche Meinung. Dahingehend, was ich das Quad man sich kaufen soll, nehmt das nicht so ernst und schaut euch das mal selber an. Und jetzt schauen wir mal in meine persönliche Erfahrung rein. Das Video auf der linken hier, das ist was ich mit so einem Tiny Whoop gemacht habe. Es ist das Mobula 6 HD, das ich hier benutzt habe. Ich habe das benutzt, um die Szenen gerade zu filmen. Es ist sehr klein, man kommt damit sehr überall hin und es hat eine ziemlich gute Kamera dafür trotzdem. Und das wollte ich euch nochmal zeigen hier für die Leute im Internet. Exzellente Kamera. Das nächste ist die Mobula 6. Also jetzt ohne HD ist im Prinzip genau das gleiche, nur dass es keine HD-Kamera hat. Das heißt, ganz normale Kamera kann nicht das hochauflösende Video aufnehmen. Es hat eine Mini-SD-Karte, die das Video aufnimmt. Das heißt, du siehst dein MPV, also das Video in deinem Display, aber es wird auch auf dem Gerät aufgenommen. Und das Letzte, was wir heute fliegen lassen, ist dieses kleine hier. Das ist das Moblite 6. Es ist sehr leicht, es fliegt sehr lang, es ist ziemlich schnell, macht viel Spaß. So, damit kann man auch relativ akrobatisches Zeug machen. Und jetzt wollen wir mal das aufregende Zeug ausprobieren. Das ist jetzt geht es um die Brillen, die man dabei benutzt. So, die meisten dieser Brillen, die man hat, haben einen HDMI-Input und man kann das auch benutzen als Extra-Monitor. Das ist besonders gut, wenn ich im Zug fahre und ich will, dass jemand meinen Bildschirm sieht. Ich benutze das im Zug. Und dann setze ich die Goggles auf, schließe den Monitor und dann den Laptop runter und dann sieht keiner, was ich sehe. Sieht so aus, als sei man in Trance. Also überlegt euch, ob ihr einfach kauft und dann auf dem DevBank Magazin posen könnt. Ich würde das gerne mal machen. Es gibt zwei Signaltypen. Die beiden Typen sind analog und digital. Abhängig davon, von welchen Anforderungen ihr habt, sind diese Videosignale ist abhängig von welche ihr kauft. Ist ein Geldproblem. Hier ist ein aufgenommenes Signal von einem Flug, den ich gemacht habe, und das ist ein analoges Video. Es ist genau das, was es ist, analog. Das heißt, Leute, die so alt sind wie ich, könnt euch wahrscheinlich noch daran erinnern. In den guten alten Tagen hatten wir diese alten analogen Fernsehübertragungen und so sieht es auch aus. Und das ist genau dieselbe Technik oder ziemlich dieselben Technik. Es gibt Vorteile und Nachteile von analogen Videosystemen. Die Vorteile sind,
ist viel kompatibel. Funktionieren zusammen. Man hat nicht einen spezifischen Hersteller, der funktioniert. Das heißt, die Videotransmitter werden nicht von irgendwelchen komischen Protokollen abhängig sind. Das heißt, es ist ein großer Vorteil. Es hat eine geringe Latenz, das heißt, die Zeit zwischen dem, dass die Kamera das Bild aufnimmt, bis ihr es seht auf eurer Brille, ist sehr schnell. Das heißt, die Sendung oder Zeit ist schnell, das heißt, ihr könnt schneller reagieren. Es gibt Leute, die sagen, das ist ein großer Unterschied. Hängt davon ab, mit wem man redet. Es ist günstig, analoges Equipment ist viel günstiger als digitales Equipment. Es hat eine geringere Bandbreite im Radiospektrum. Das heißt, ihr könnt das mit mehr Leuten fliegen. Ihr könnt mit Leuten fliegen und die können ihr eigenes Gerät mehr haben und ihr nervt nicht alle anderen. Einfach, was man nur mal nachdenken muss. Jetzt die Nachteile und der größte Nachteil, wie ihr gesehen habt, ist die Videoklarheit. Ist nicht sonderlich gut. Es gibt Leute, die sagen, Sicherheit ist ein Problem, weil es nicht verschlüsselt ist und jeder da einfach sich anschauen kann. Ich sehe das nicht als ein Problem, insbesondere wenn ihr mit einem Quadrocopter fliegt. Ja, eventuell könnt ihr da irgendwelche Verschlüsselungssachen machen, aber nein, schaut es euch vielleicht aus Spaß an. Der Vorteil ist, dieses analoge Signal sieht schlecht aus. Wie kriege ich daraus ein gutes Video? Naja, ihr packt noch eine HD-Kamera dazu. Hier ist meine FPV-Kamera, hier unten die kleine, und hier oben ist meine HD-Kamera, da oben drauf, und das macht das gute Video, und das ist einfach nur zum Fliegen. Das ist hier eine kleine FPV-Kamera. Sehr klein. Ja, das ist, wie wir die coolen Videos produzieren. Nächstes, digital. Ein paar der Vorteile von digital sind, dass im Gegensatz zu analog alles Video digital übertragen wird. Das heißt, die Video ist klarer. Das ist der große Vorteil von digitalem Video. Insbesondere, wenn ihr jetzt in den Wald fliegt mit kleinen Ästen, dann kann es bedeuten, man kann Unterschiede machen zwischen Abstürzen und nicht. Es ist sehr schwer, mit analogem Video durch solche Wald zu fliegen. Sehr schwer. Digital FPV. Nachteile, höhere Latenz. Die Signalübertragungsrate ist einfach langsamer, das heißt, man kann nicht so schnell reagieren. Es gibt das Sicherheitsproblem, andere sehen es als Problem, es ist teurer. Digitale Systeme sind teurer als analoge Signale und das ist, was mich sehr stört. Digitale Systeme haben das Problem, dass man vom Verkäufer abhängig ist. Das heißt, wenn ihr DJI kauft, dann könnt ihr nur DJI benutzen und das ist einfach blöd. Welche Goggles wollt ihr kaufen? Das hängt davon ab, was ihr machen wollt. Ich mag analoge Geräte, aber ich habe auch dieses Shark Bite System. Das ist ein digitales System. Und ich mag, dass es kompatibel mit den analogen Brillen ist und so ein Hybrid. Das ist ein digitales System, aber es kann auch analog benutzt werden. Und das ist ein großer Vorteil. Also, ein paar Goggles. Das ist ein Eoshin EV300O. Wir haben zwei Batterien hier an der Seite. Und wir haben eine Antenne, eine omnidirektionale Antenne. Diese Antenne ist, wenn ich in Richtung meines Quadrocopters schaue, dann kriege ich ein gutes Signal. Hat eine gewisse Verstärkung in der Antenne. Wir haben einen Ventilator, dass es klar ist. Wir haben eine High Definition. Ich kann es als externen Monitor benutzen, wie ich gesagt habe. Und eine andere Sache, die ich auch manchmal benutzen kann, ist, dass man es als Lötstation benutzen kann. Man kann ein USB-Mikroskop benutzen und sehr nah dran kommen. Und man sieht dann aus wie Doc Brown. Und das ist einfach cool. Ich mag Tron und Doc Brown und Defcon und die ganzen anderen coolen Sachen. Hier sind meine
Sharkbite FDOs. Haben die ähnliche Features wie die andere Brille. Und ich habe ein paar externe Erweiterungen, 3D-Drucksachen. Ich habe einen Knopf, der einen Einschaltknopf, der auch piept. Und das ist cool. Wir haben das Modul, das digitale Modul vorne kann auch abgebaut werden. Und insgesamt ist es auch ein sehr schönes System und ich bin auch sehr glücklich damit. Das heißt, wenn ihr euch Google Tour Goggles anschauen wollt, die besten, allerbesten sind meiner Meinung nach Fat Shark. Die sind auch sehr üblich und sehr bekannt in der entsprechenden Welt. Ihr werdet Fat Shark schon einiges sehen. Den Namen. Okay, nächster Schritt. Zurück zu unserem Einkaufswagen. Wir haben geübt, wir haben im Simulator geübt, wir haben die ersten echten Flüge gemacht, Tiny Loop und jetzt der nächste Schritt. Wir haben schon unser grundlegendes Equipment, das heißt, wir können so viele Quadrocopter kaufen und unsere Flotte verweitern. Das hängt hauptsächlich davon ab, wie wir fliegen wollen. Also wir haben ein paar unterschiedliche Typen, mit denen wir fliegen können und unterschiedliche Quadrocopter hier auf dem Tisch. In dieser Phase wollen wir unterschiedliche Flugstyles und anschauen, unterschiedliche Quadrocopter-Klassen. Ich glaube, dann eine bessere Idee, was für Quadrocopter da vorhanden sind. Und wir können einen Quadrocopter fliegen sehen und dann müsst ihr euch einfach das Wort erinnern, dann könnt ihr damit weitermachen. So, Freestyle. Es ist ein generisches Wort, das kann ganz viele unterschiedliche Sachen beinhalten. Aber um Sachen einfach zu halten, packen wir die einfach alle bei Freestyle zusammen. Das ist das actionmäßigste Fliegen. Es ist ähnlich wie Freestyle Skateboarding. Es ist so mehr oder weniger das ziemlich gleiche. Die Leute kommen zusammen, machen Tricks und man fliegt um Objekte herum, in Objekten, Ecke, klappt daneben und zwischendrin nochmal einen kleinen Trick in der letzten Sekunde. Freestyle Quads crashen viel. Ihr crasht immer. Darum ist es ein robuster Style. Man kann in unterschiedlichen Styles kommen. Die kleinsten sind zum Beispiel das hier. Ihr könntet das als Freestyle Quad bezeichnen. Es sieht kleiner aus, sieht wie ein kleiner Helm aus. Mit Propellern von Spaceballs. Es ist ein 1S, das heißt, es hat eine Batterie. Wir haben einen kleineren, ein bisschen größeren, einen 3 Zoller, 9 Zentimeter Quad. Wir haben Carbonfaser, ich habe aber meine eigenen 3D gedruckten Teile dran, Kamerahalter und so weiter. Er ist ziemlich klein, ein 3 Zoll Quadrocopter und sie heißen so abhängig von dem Durchmesser der Propeller. Und wir haben hier einen größeren Quadrocopter, der nennt sich Mini-Quad, weil damals waren sie viel größer und als sie zu dieser Größe haben gesagt, hey, das ist ziemlich klein, das hier ist ein Mini-Quad. Das ist ein Freestyle-Mini-Quad. Er hat viele Anpassungen, die ich selber designt habe in Solid Space, wenn ihr es wollt. Solid Space ist ein tolles CAD-Programm. Ich mag Solid Space. Ich habe meinen eigenen Antennenhalter und ja, größere Protokolle. Es gibt unterschiedliche Propeller, die man daran anbauen kann. Aber das Übliche sind, dass man 3 Propeller dran hat. Oder 3 Blätter am Propeller hat. Wir haben 6S Quad, wir werden über Batterien später reden. Das sind so grundlegende Ideen zu Freestyle Quads. Als nächstes Long Range. Long Range ist auch viel Spaß. Die fliegen weit. Die fliegen richtig weit. Wie weit kann ein Long Range fliegen? Das hängt davon ab, mit wem man redet, was für ein Quad man hat. Das ist debattierbar, was ist ein Long Range Quad und was nicht. Also, es ist ein Quadrocopter, der überdurchschnittliche Entfernungen fliegen kann,
abhängig von ihrer Größe, Batterie, und das sind sehr komplexe Sachen. Ich weiß es auch nicht. Es gibt ein paar grundlegende Sachen. Diese Sachen können ziemlich weit fliegen. Können 1 bis 10 oder noch mehr Kilometer weit fliegen, abhängig davon, welche Komponenten man dafür verwendet. Long-Range-Flüge sind ruhiger, sie haben ein Gefühl, dass man cruist, man macht keine Tricks, sondern normalerweise haben sie ein GPS-Modul. Und hier unten kann man die GPS-Koordinaten anschauen. Es gibt auch hier ein GPS-Modul eingebaut. Und es hat Return-Home-Funktionalität, das heißt, wenn das Signal verliert, dann dreht es zurück und fliegt zurück. Dreht es um und fliegt zurück. Und es gibt einen Pfeil, der zu mir zeigt. Ich habe 2 von denen, die wurden beide von David Clean designt, oder DFC. Und zuallererst dieses hier, das ist Micro Long Range. Es ist ein sehr leichter Quadrocopter, es ist ein GPS-Modul hier hinten. FPV-Kamera vorne, und ich habe mit dem schon ziemlich weit geflogen. Ich habe einen neuen Videotransmitter hier eingebaut, und es kann illegale Strommengen bekommen, aber das würde ich nie machen, aber damit kann man sehr weit fliegen. Das GPS-Modul hier hinten, eine lange Antenne, und ich werde mit dieser Kamera später reden. Das hier ist das Nano Long Range, das ist ein 3D gedrucktes Gehäuse. Ich habe das selber gebaut und ich habe auch ein Video darüber gemacht auf meinem YouTube-Kanal. Und wenn ihr euch das anschauen wollt und lernen wollt, wie ihr dieses Gerät baut, ich habe ein GPS-Modul hier oben drauf. Wir haben eine einzelne 18650 Batterie und kleine Propeller, und das ist toll. Nicht nur, weil ich es designt habe, ich habe es nur gebaut. Das Engineering dahinter ist sehr interessant. Es ist sehr, sehr leicht, sehr interessant. Okay. So, wir müssen jetzt hier weiterkommen. Cinematische Quadrocopter. Das ist ein cinematischer Quadrocopter, der wird benutzt, um nah an Leute dran zu kommen. Seht, wir haben auch einen externen Kamerahalter hier dran. Cinematic, denkt an Filme, denkt an Kino. Das ist ein Beta FPV 34 und ich habe es benutzt, um dieses Musikvideo zu filmen. Ich fliege durch ein Büro und durch Kameras, durch Flure, und es ist sehr manövrierbar. Ich fliege hier die Treppe herunter und ihr könnt sehr nah an Leute fliegen, weil es diese Whoops hat, diese Propellerschützer. Okay, let's move on. Okay, so in all three phases we talk about. So, wir haben die Grundequipment beredet. Hier sind noch ein paar andere Sachen, die man sich kaufen kann. Das ist sehr schnell, weil wir keine Zeit mehr haben. Batterien. Wir haben Lithium-Polymer-Batterien, die sind gefährlich und ihr müsst darüber lernen, wie sie funktionieren. Sie funktionieren nicht wie das Handy, man muss sie nicht einfach einstöpseln und sie funktionieren. Denkt dran, auch das Samsung 7 war gefährlich. Es hat viel Spaß gemacht. Sie können gefährlich sein, darum lagere ich sie in einen Munitionskasten hier. Es sind keine Kugeln drin, sondern die können in Flammen aufgehen und sie können dich mitnehmen. Also passt. Denkt dran, wenn ihr mit Drohnen fliegt, mit Polymerbatterien fliegt. Kameras. Das hier ist eine kleine, nackte GoPro. Ich habe sie auseinandergebaut. Und es sind nur die notwendigen Sachen, dass es funktioniert. Und schaut es euch an. Naked GoPro. Nackte GoPro. Oh, keine Zeit. Weiter geht's. Move. There's some other cameras on there, so. Es gibt noch ein paar weitere Kameras da drauf. Das solltet ihr mal euch anschauen. So, jetzt will ich noch kurz über Tools reden. Da kann ich auch wirklich einen ganzen Tag drüber labern. Wir haben hier noch einen Haufen Antennen, verschiedene Kamerastative, Module, Multimeter, Antennen und so weiter und so weiter. Das ist mein Toolkit für wenn ich ins Feld gehe. Das ist super. Bin ich immer dabei. So, und jetzt noch 3D-Drucken. Die meisten der Quads, die wir uns jetzt angeschaut haben, werden mit 3D-Drucker benutzt. So, um das jetzt noch abzurunden, will ich jetzt noch einen kleinen Testflug machen.
damit ihr mal seht, wie es ist. Ich hoffe jetzt mal, dass diese Live-Demo funktioniert. Ich stöpfe mich mal hier rein. So, jetzt benutze ich mal, schalte mal das mal an und dann schauen wir mal, ob es läuft. Das sind meine Brille habe ich ja schon am Start. Jetzt wollen wir schauen, dass ihr auch den Videofeed kriegt. Das ist jetzt ein analoges System. Wenn ihr Epilepsie habt, wäre es vielleicht ganz günstig, wenn ihr Probleme mit schnellen Blitzen und sowas habt, wenn ihr wegschaut. Nicht ins Licht gucken. So, machen wir mal. Mal sehen, wie es funktioniert. Schon mal ein schlechter Start. Sehr schlechter Start. Ich bin wohl etwas zu aufgeregt und ich bin noch nicht betrunken genug. Also nicht trinken und fliegen. So, nochmal langsam. Hallo Leute, sagt hallo. Jetzt fliegen wir einmal durch den Hackerspace. Oh. Wie schon vorher gesagt, FPV fliegen ist ziemlich aggressiv. Man fühlt sich eingebettet. Ich fühle mich wie der kleine Mann in dem Fluggerät. Ich wollte jetzt unter den Tisch fliegen und bin dann natürlich gecrashed. Hoffentlich sieht es jemand und okay, jetzt muss ich mich umdrehen, damit ich besser sehe. Okay, jetzt. Danke. So, jetzt kann man wieder fliegen. Jetzt muss ich vielleicht nochmal zurück. Einfach mal riskieren. Lebt ja nur einmal. So, jetzt noch ein paar Tricks ausprobieren. Wenn ich schon crash, dann wenigstens richtig. Das hat eine Rolle, wie ihr gesehen habt. So macht man das. 2021. Ich habe zu viel Rap gehört, deswegen laber ich die ganze Zeit von 2001. Ich will jetzt niemand irgendwie hier die Haare ruinieren. Wie ihr seht, das ist total cool, um reinzukommen. Ihr werdet Leute total irritieren damit. Aber, und die sagen dann, hey, ist voll geil. Und dann fliegt ihnen das erste Mal in die Haare und gegen den Kopf. Und dann sitzt ihr nicht mehr so gut gelaunt. Und ich sage euch, dass wenn die sich mal wenn sich die kleinen Rotoren im Haar irgendwie verzwirbeln, dann ist es super ätzend, die wieder rauszukriegen. Wie viel Zeit habe ich noch? We doing okay still? Also ihr seht schon, all die Zahlen, das ist das OSD, also das On-Screen-Display, was von dem Flight Controller übertragen wird. Das heißt, wenn jemand jetzt eine andere, krass, unter den Ding durch, wenn jemand noch eine andere Metrik hat, die interessant ist, dann kann ich das wahrscheinlich rauskriegen und in mein OSD reinbekommen. Let's go a little faster. Oh, schon wieder gecrashed. Crash and burn. Okay. Ich glaube, jetzt haben wir genug. Wie schon gesagt, ihr werdet wahnsinnig viel crashen. Die können auch wirklich, die können das ab, das ist kein Problem, das ist die kleine Version. Jetzt stelle ich mal vor, ihr habt einen großen. Das gefunden? Okay, stell dir mal vor, ihr würdet das fliegen. Und überlegt euch mal, wie das wäre, wenn ihr so ein Riesending hier mit 30 cm Durchmessern habt. Wenn ihr das gegen jemanden, wenn ihr gegen jemanden damit crasht, dann stell dir mal vor, was das mit denen macht. Also, das war alles, was ich habe. Ihr könnt auch die Folien alle runterladen von der URL, die ich hier hinlege. Wenn ich irgendwas erzählt habe, was Stuss war, was ihr wisst, dann sagt es mir Bescheid und ich möchte mich wirklich bedanken bei Chaos Zone. Danke für die Bühne. Und all die Leute, die hier mithelfen. Das muss ich jetzt mal auf Deutsch sagen für die Leute, die hier stehen. Nicht so, als ob die sonst nicht verstehen würden, aber bleibt gesund.
Seid happy und ansonsten freue ich mich auf Fragen. Dankeschön, das ist voll lieb von dir. Es ist echt wirklich total Dorf bei uns alles. Es gibt da viele Fragen, zum Beispiel über 3D-Drucken. Welche Materialien sind dafür geeignet, um Frames zu bauen, Gehäuse zu bauen? Sind die stabil genug? Also es kommt wirklich darauf an, was ihr macht. Das hier wurde in PLA gedruckt, aber weil das hier eine Langstreckendrohne ist, werde ich damit nicht keine großartigen Tricks machen. Ich bin damit zwar schon gecrashed und man kann das mit PLA machen, aber das ich würde es nicht empfehlen, für sowas Großes zu machen, weil es wird wahrscheinlich nicht zu lange überleben. Und PBS ist das härtere. Ihr werdet viel TPU benutzen, weil es relativ weich ist und dann damit Pufferstellen machen kann, die was abkönnen. Wie oft kriegst du bewegungskrank? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe sowieso schon dafür eine Veranlagung, auch im Auto. Das erste Mal, als ich mit den Brillen gemacht habe und dann hat irgendwas einen Schalter in meinem Kopf umgelegt und dann auf einmal hatte ich das Gefühl, es ist einfach okay und es passt und ich bin tatsächlich anfällig dafür, also gute Frage. Ja, irgendwie piept das noch. Wo würdest du andere Leute versuchen? Würdest du versuchen, andere Leute zu finden, die in Deutschland FPV-Drohnen fliegen? Es gibt reichlich von diesen Online-Hubs. Eins der Foren, das ich oft benutze, ist intofpv.com. Da gibt es sogar Deutsche, die damit machen. Das aber auch Leute aus der ganzen Welt und jetzt mit den Corona-Problemen gab früher mehr Meetups. Wir konnten sogar Rennen machen mit den Tiny Whoops. Sogar mit Hindernisparcours. Die FPV-Community ist jetzt echt nicht groß und das ist eine gute Frage. Ja, gibt's reichlich. Wie ist das mit der legalen Situation? Wie kann man das in Deutschland machen oder auch in den EU? Ja, da gibt's Bedingungen, die man einhalten sollte. Also ihr müsst euch da ein bisschen mit dem Luftfahrtbundesamt auseinandersetzen. Und es ist ungefähr ein Jahr her, da es gab drei verschiedene Lizenzen und die haben sie damals kostenlos angeboten. Jetzt muss man, glaube ich, zahlen. Ich habe die A1 und die A3 und ich mache gerade die A2. Das Gute daran ist, dass jedes Land hat seine eigenen Organisationen, die sich darum kümmern und die das regulieren. Und ihr müsst leider in jedem Land konkret nachgucken. Aber in der EU sind diese ganzen Drohnenlizenzen standardisiert und das heißt, wenn ihr mal eine habt, dann könnt ihr die überall benutzen. Gute Frage. Gibt es solche FPV-Drohnen, die synchronisierte Stereo-Drohnen mit ihrem Headsets oder ist das zu schlimm? So 3D? Also 3D oder was? Ja, das ist interessant, das habe ich noch nicht ausprobiert, hätte ich aber echt Bock drauf. Vor einer ganzen Weile, 4-5 Jahre her oder vielleicht noch länger oder noch weiter in der Vergangenheit, da konnte man das noch. Da gab es ein Setup, mit dem man 3D übertragen konnte. Also es ist möglich, es ist aber auch nicht besonders verbreitet oder beliebt. Ihr findet wahrscheinlich ein paar Videos bei YouTube, sind aber vermutlich ein bisschen älter. Ich würde es gerne mal ausprobieren, habe ich aber noch nicht gemacht. Dann noch eine regulatorische Frage. Hilft eine Amateurfunklizenz, zum Beispiel für stärkere Radios? Das hängt jetzt ein bisschen vom Band ab, von der Lizenz, die ihr habt und auch von dem Ort, wo ihr seid.
Also von den 500 MHz, da gibt es bestimmte Kanäle. Also 5, 9, glaube ich. Das hängt noch ein bisschen vom Flugcontroller und vom RTX ab. Und die sind klassifiziert als Ham Radio, also als Amateurfunk. Und wenn ihr dafür eine Lizenz habt, dann könnt ihr dann sogar 5 Watt mitsenden. Also bitte bezieht euch da nicht auf mich. Ich ziehe das mir gerade irgendwie aus dem Arsch, aber es hat ein paar Vorteile. Sehr interessant. Vielen Dank, dass du hier warst. Danke dir. Frohes Neues, guten Rutsch. Hoffentlich sehen wir uns nächstes Jahr und dann vielleicht sogar in Person. Bis dann. Das ist dann auch das Ende unserer Übersetzung von Franz T. und Kaste. Wir haben den Talk genossen, ich hoffe, wir auch. Über Feedback freuen wir uns auf dem Hashtag #C3Lingo. Ansonsten viel Spaß beim Kongress und wir hören uns. Bis dann. Ciao. All right, that sounds interesting. See you then.